Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Wir spielen jetzt weiter mit der kleinen Aurora auf dem Weg zu dem Mondtempel, war es glaube ich. Ich bin gerade gar nicht mehr so sicher. Aber ich glaube schon, dass der das war. Stimmt, wir haben in der letzten Folge haben wir Tristis eingesackt. Und haben damit ein neues Partymitglied. Ich weiß gar nicht, ob wir uns den schon angeguckt haben, was der kann. Ich glaube schon. Und ich meine, dass er so pervers stark ist oder pornös stark. Irgendeine Art der Formulierung werde ich getroffen haben. Ich wollte eigentlich in das Menü. Stimmt, gut. Er hat das. Das war eigentlich das, was mir wichtig ist, dass er den makellosen Diamant besitzt. Und dann wollen wir mal weiter. Nicht in die Richtung. Da war ein Gegner. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist hier jetzt spaßig. Ein Dolm bitte. Und du Blitzdienst hier. So. Und sie wirft jetzt alle zurück, weil sie es drauf hat. Sag ich ja. Kritischer Treffer sofort ausgeschaltet. Ach ja. Dann machst du uns mal schneller. Und du machst mal hier auch alle. Ich glaube, mal hier gerade ist gut gebracht, oder? Oh, das ist so schön, wie schnell wir sind. Na, Magie hat doch mehr gebracht. Machen wir eine Magie. Sehr schön. Und beide gelähmt. Es läuft so unglaublich gut gerade. Ja, Magie macht definitiv mehr Schaden. Und unser Glühwürmchen holt hier. Oh, nein, der ist der erste. Wiederbeleben? Nein. Nicht im Ernst. Geht das jetzt auf alle? Ja, es geht auf alle. Das ist schon. Okay, du bist das hier. Das heißt, ich kann das machen. Das machen. Und hier einsammeln. Das müsste es jetzt aber gewesen sein. Endlich. Ich habe mir übrigens, wenn ihr es interessiert, bei eBay hier Child of Light die Deluxe Edition bestellt für die PlayStation 3. Hey! Schummerlicht, bist du ein Geist? Ich bin viel und warm, bist du noch ganz dicht? Welch traurige Geschichte. In finsterer Nacht nur ein kleines Licht. Das bringt mich zum Weinen. Ach du liebe Zeit. So, hier unten ist anscheinend nichts mehr, deshalb fliegen wir mal hier in die Richtung weiter. Aber wollen eigentlich noch zusehen, dass wir noch möglichst viele Kämpfe mitnehmen, weil wir ja jetzt hier mit dem Tristis noch Konversation haben. Ah, hier. Dann nehmen wir dieses hässliche Vieh mit. Da unten sind eh noch Kisten. Jedenfalls habe ich mir für 1 Euro die Lehrhöhle bestellt. Quasi so ohne Spiel. Also gekauft bei eBay, sagen wir es mal so. Mit 2 Euro Versand. Und da kann man eigentlich echt nicht meckern. Das ist so schon geil. Anders kann ich das nicht formulieren. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Besonders hier ist hier unser kleines Glühwürmchen, ist ja so als Leuchte drin und uns machst du mal eben schneller. Nein, nicht wieder beleben. Ach, was soll denn der Scheiß?
Naja, und ein Artbook und ein Poster und. Ich habe einfach nur Spaß. Das ist so schön. So, du machst das. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr mal Fotos von machen oder stellt die bei Facebook online. Also, für den, der es interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, dann mache ich es halt nicht. Haben jetzt auch alle? Ich habe jetzt gerade gar nicht gefragt. Ich glaube aber schon. Sollen wir das mal ein? Weiter drauf. Ja, aber auf beide. Sehr gut. Na, ist ja blöd, dass jetzt auch auf beide haut. Schöner Angriff. Habt ihr eigentlich ein Wunschprojekt, was als nächstes folgen soll? Also Devil May Cry schiebe ich noch ein bisschen nach hinten. Das ist jetzt nicht so meins. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber wenn ihr sonst irgendwie Wünsche habt, zum Beispiel, ich habe gestern versucht, Remember Me aufzunehmen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Was macht die Frau? Schön an deiner Seite zu sein. Ich will ja nicht neugierig erscheinen. Aber warum hast du eine Träne im Gesicht? Wegen der Launen des Lebens. Oh, das verstehe ich nicht. Ah, alles ist vergebens. Der ist richtig depressiv, das ist so toll. Also nicht, dass man sich über Depression lustig macht und dass die Depression toll ist oder bla oder blub. Also nicht falsch verstehen. Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die mich irgendwie absichtlich mal falsch verstehen wollen. Aber ich meine das nicht so. Also wenn ich Dinge sage, darf man das nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Gut, dann machen wir mal. Da haben wir erst einen Stern. Und dann machen wir das. So, selbe Prozedur. Ich weiß, es ist langweilig. Ich mache immer dasselbe, aber es ist halt am effektivsten. Da haben sich einige bei Lightning Returns auch beschwert, dass ich einen zu individuellen Kampfstil hätte. Wobei unindividuell eigentlich das falsche Wort ist. Ich hätte irgendwie 300 Folgen dasselbe gemacht, so gefühlt. Aber na, das Spiel hat es einem halt anders. Sagen wir es mal so, das hat sich anders nicht gelohnt. Warum hätte ich irgendwelche anderen Fähigkeiten benutzen sollen, die im Endeffekt nicht mit der Geschwindigkeit, die ich da an den Tag gelegt habe, alles umrotzen können? Also, weiß auch nicht. Aber mir stört sowas nicht. Ich meine, es gibt genug Videos auf YouTube. Man muss ja nicht zwingend meine gucken. Also, ich freue mich, wenn ihr meine Videos guckt. Nur, mag mich ungern verändern, weil eigentlich mache ich die Videos ja so, wie ich bin, für euch, weil, weiß nicht, ich möchte nicht zwingend mich verändern für euch, ich meine, das wollt ihr ja auch nicht. Ich meine, ne, und ich mache halt die Dinge so, wie sie für mich am logischsten erscheinen, und das ist halt so. Hey, der eine ist hin. Was mache ich denn mit dir? Ach, komm, hau drauf. Ich halt eh keinen Sinn. So. Das noch mit. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ding. Oh, der lebt immer noch. Nicht jetzt. Dankeschön. Also gleich ist sie Level 80. Vermutlich ist sie dann ausgelevelt. Ah, da ist es wieder. Tristis, ich bin Nora, Auroras Schwester. Angenehm, verzeiht, wenn ich bitte erscheine. Arme Seele, sei nicht betrübt. Beherzt folgt ihr euren Träumen und Zielen. Doch war es klug,
euch davon zu lösen. In der Gruppe haben wir alle unsere Rolle zu spielen. Darin ist jeder von uns gebunden. Zuletzt habe ich Trost darin gefunden. Frei zu handeln und zu scheitern, gelernt habe ich viele Stunden. Oh, ups. Ich habe jetzt echt gedacht, ich kann jetzt hier nicht durchfliegen und wollte jetzt da vorbei und bäm. Blöd. So, dann wollen wir mal hier hoch. Weil... Oh, Bosskampf. Oh. Komm doch her, abscheuliches Tier. Ich habe keine Angst vor dir. Ja, du nicht, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, was kommt. Ach ja, stimmt. Hi. Ich habe dich verdrängt. Du machst ein Lullen auf alle, würde ich sagen. Du bist zuerst, ne? Ja. Und du verteidigst. Einfach mal hoffen, dass das jetzt nicht auf Dings geht. Du verteidigst jetzt nochmal. Sehr gut, sie ist erst dran. Perfekt. Auch wenn sie jetzt ein bisschen Schaden kassiert, das ist nicht schlimm. So, jetzt sind wir dran mit Sternlicht und Speedbuff. So schön. Wow, haben wir die Schattengestalten. Den haben wir es gegeben, alter Schwede. So, und jetzt castest du das auf beide. Oh, ich wollte dich jetzt gerade gar nicht. Und du machst nochmal das. Oh, nein. Du sollst auf den hier. Ah, verdammt. Ah, immerhin nicht auf Aurora. Das ist schon mal gut. Ach, warte mal, das hat uns jetzt zurückgeworfen, ne? Nee, das ist... Ist der Buff jetzt mit? Ja, der Buff ist auch. Na dann, greifen wir mal an. Und wir sammeln hier Dingsies ein. Ich greife so an. Und er ist versteinert. Das ist großartig. Also gelebend. Also ihr wisst schon. Okay, das macht jetzt eigentlich nicht so viel. Dann kannst du nochmal einlullen. Ging das jetzt daneben? Und du erhöhst mal den Schaden. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, kannst du das einfach nochmal. Ja, das ging daneben. Dann sammeln wir mal hier die MP ein. Ah, jetzt ist er verlangsamt, das ist gut. Dann verhaust du ihn jetzt mal und du machst uns nochmal schneller. Gucken, was Verhauen bringt. Mehr als Magiefühler. Wo ist mein Blümchen? Da ist mein Blümchen. Das kann sich hier verstecken. Sieht das eiskalt. Geschafft. Jetzt hat er uns verlangsamt. Das ist natürlich toll. Und, aber er ist gelähmt. Das ist das Allerbeste. Ach ja. Sie hat so ein pervers starkes Kit. Das ist der Wahnsinn. So, Beschleunigung auf alle. Dich hier blenden bitte. Komm, da kommen wir mal vorbei. Ja. Oh, wir haben keine MP mehr. Ja, dann greif einfach an. Viel hält er wahrscheinlich nicht mehr aus. Oh, hier ist das wieder gekommen. Aber nur für unser kleines Pupsi. Einfach angreifen. Ja, weil
ausgewichen. Okay. Ich würde mal sagen, wir tauschen mal die aus gegen Finn. Weil der kann jetzt mal Monsun casten, weil der hat gerade Feuer gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das effektiv ist. Nee, so gar nicht. Aber gut, er war allgemein jetzt nicht so für Magie. Das wissen wir eigentlich. Ja, ist ja gut. Dann tauschen wir die nochmal aus. Komm, wir nehmen Robert. Pfeil abschießen. Antidot, Antidot alle behindern. Ich bin mal gespannt. Ah, okay. Das ist auch verlangsamt. Was kannst du denn sonst noch so? Doppelter Treffer. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, hat sich schon erledigt. Hey, 3 Fähigkeitspunkte, 2 und... Wow. Zum Tempel des Mondes. So, jetzt müssen wir mal nochmal nach hier oben. Gucken, ob hier irgendwas ist. Was ich übersehen habe. Sieht aber schlecht aus. Oh, wir können hier landen. Gehört? Platsch gemacht. Wir geben 23 Punkte. Wir geben jetzt 23 Punkte aus. Hier einmal den. Dann einmal hier oben die Heilung. Ist das die Heilung? Ja. Also so wie es aussieht. Okay, du brauchst 2. Ja, sie hat jetzt hier noch die 4 Punkte. Sie hat jetzt ausgeskillt, kann aber immer noch weiter leveln, um ihre Stats zu verbessern. Das finde ich eigentlich eine interessante Mechanik, weil ich dachte, das wäre jetzt das Max-Level. Ist aber nur das Fähigkeits-Max-Level, so gesehen. Gehen wir mal in die Richtung. Haben wir das abgeschlossen, dann kommt als letztes das hier. Ah, jetzt bist du dran. Ist auch krass, wie schnell der levelt war. Gut, dann... Kurz noch die Gruppe angucken. Also ich finde das schon... Also ich finde das ein gutes Prinzip. Ne? Level 81 ist bestimmt Level 100 Max-Level. Ich werde das wahrscheinlich noch ein paar Mal durchspielen, bis ich dann das Max-Level mache. Dann werde ich in diesen... also im neuen Spiel Plus dann diesen Hard-Modus nehmen. Ladevorgang. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Aurora, meine Tochter. Vater. Becken zeige mir Waage, Vaters missliche Lage. Euer Gnaden, der Damm ist gesprengt. Das Wasser steigt Meter um Meter. Alle Höfen werden mit Flut bedeckt. Was befehlt ihr euren ergebenen Dienern? Ach, herrje. Nora, Vater liegt im Sterben. Der Damm ist gebrochen, die Pegel steigen. Du bist fast daheim, bei den Deinen. Na, na, jetzt hör auf zu weinen. Und ich würde sagen, hiermit machen wir dann erstmal Schluss für heute mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play. Schalt auf Land. Bis dahin.